Der Besuch der alten Dame von Friedrich Dürrenmatt. Zweiter Akt. Das Städtchen nur angedeutet. Im Hintergrund das Hotel zum Goldenen Apostel. Von außen. Verlotterte Jugendstilfassade. Balkon. Rechts eine Inschrift. Alfred Ill, Handlung. Darunter ein schmutziger Ladentisch. Dahinter ein Regal mit alten Waren. Wenn jemand durch die fingierte Ladentüre kommt, ertönt eine dünne Glocke. Links Inschrift Polizei. Darunter ein Holztisch mit einem Telefon. Zwei Stühle. Es ist Morgen. Robi und Tobi tragen von links Kaugummi kauend Kränze, Blumen, wie zu einer Beerdigung über die Bühne nach hinten ins Hotel. Ill schaut ihnen durchs Fenster zu. Seine Tochter fegt auf den Knien den Boden. Sein Sohn steckt eine Zigarette in den Mund. Ill. Kränze. Der Sohn. Jeden Morgen bringen sie die vom Bahnhof. Ill. Für den leeren Sarg im Goldenen Apostel. Der Sohn. Schüchtert niemanden ein. Ill. Das Städtchen steht zu mir. Der Sohn zündet die Zigarette an. Ill. Kommt die Mutter zum Frühstück? Die Tochter. Sie bleibt oben, sie sei müde. Ill. Eine gute Mutter habt ihr, Kinder. Ich muss es einmal sagen, eine gute Mutter. Sie soll oben bleiben. Sie soll sich schonen, denn frühstücken wir miteinander. Das haben wir schon lange nicht getan. Ich stifte Eier und eine Büchse amerikanischen Schinken. Wir wollen es feudal haben, wie in den guten Zeiten, als noch die Platz an der Sonnehütte florierte. Der Sohn. Du musst mich entschuldigen. Er drückt die Zigarette aus. Ill. Du willst nicht mit uns essen, Karl? Der Sohn. Ich gehe zum Bahnhof. Ein Arbeiter ist krank. Die brauchen vielleicht Ersatz. Ill. Bahnarbeit in der prallen Sonne ist keine Beschäftigung für meinen Jungen. Der Sohn. Besser als keine. Er geht davon. Die Tochter. Steht auf. Ich gehe auch, Vater. Ill. Du auch? So. Wohin denn, wenn ich das Fräulein Tochter fragen darf? Die Tochter. Aufs Arbeitsamt. Vielleicht gibt es eine Stelle. Sie geht davon. Ill. Gerührt. Niest in sein Taschentuch. Gute Kinder. Brave Kinder. Vom Balkon her dringen einige Gitarrentakte. Die Stimme Claire Zachanassians. Reich mir mein linkes Bein herüber, Bobby. Die Stimme des Butlers. Ich kann es nicht finden. Die Stimme Claire Zachanassians. Hier, hinter den Verlobungsblumen, auf der Kommode. Zu Ill kommt der erste Kunde. Der Erste. Ill. Guten Morgen, Hofbauer. Der Erste. Zigaretten. Ill. Wie jeden Morgen. Der Erste. Nicht die, möchte die Grünen. Ill. Teurer. Der Erste. Schreiben's auf. Ill. Weil Sie es sind, Hofbauer, und weil wir zusammenhalten müssen. Der Erste. Da spielt jemand Gitarre. Ill. Einer der Gangster aus Sing Sing. Aus dem Hotel kommen die beiden Blinden, Angelruten und andere zum Fischen nötige Utensilien tragend. Die beiden. Einen schönen Morgen, Alfred, einen schönen Morgen. Ill. Hol euch der Teufel. Die beiden. Wir gehen fischen, wir gehen fischen. Sie ziehen nach links davon. Der Erste. Gehen zum Güllenbach. Ill. Mit den Angelruten ihres siebten Mannes. Der Erste. Soll seine Tabakplantagen verloren haben. Ill. Gehören auch der Milliardärin. Der Erste. Dafür wird's eine Riesenhochzeit mit ihrem Achten. Gestern wurde Verlobung gefeiert. Auf dem Balkon im Hintergrund kommt Claire Zachanassian im Morgenrock. Bewegt die rechte Hand, das linke Bein. Dazu vielleicht einzelne auf der Gitarre gezupfte Klänge, die in der Folge diese Balkonszene begleiten. Ein wenig wie beim Rezitativ einer Oper. Je nach dem Sinn der Texte. Bald Walzer, bald Fetzen verschiedener Nationalhymnen und so weiter. Claire Zachanassian. Ich bin wieder montiert. Die armenische Volksweise, Robi. Eine Gitarrenmelodie. Claire Zachanassian. Zachanassians Lieblingsstück. Er wollte es immer hören. Jeden Morgen. Er war ein klassischer Mann, der alte Finanzriese mit seiner unermesslichen Ölflotte und seinen Rennställen. Besaß noch Milliarden. Da lohnte sich eine Ehe noch. War ein großer Lehr- und Tanzmeister, bewandert in sämtlichen Teufeleien. Habe ihm alle abgeguckt. Zwei Frauen kommen. Sie geben Ill die Milchkessel. Die erste Frau. Milch, Herr Ill. Die zweite Frau. Mein Kessel, Herr Ill. Ill. Schönen guten Morgen. Einen Liter Milch für jede der Damen. Er öffnet einen Milchkessel und will Milch schöpfen. Die erste Frau. Vollmilch, Herr Ill. Die zweite Frau. 2 Liter Vollmilch, Herr Ill. Ill. Vollmilch. Er öffnet einen anderen Kessel und schöpft Milch. Claire Zachanassian betrachtet den Morgen durch ihr Lorgnon.
Claire Zachanassian. Ein schöner Herbstmorgen. Leichter Nebel in den Gassen, ein silbriger Rauch und darüber ein Veilchen blauer Himmel, wie ihn Graf Holk pinselte. Mein Dritter, der Außenminister, beschäftigte sich mit Malerei in den Ferien. Sie war scheußlich. Sie setzt sich umständlich. Der ganze Graf war scheußlich. Die erste Frau. Und Butter, 200 Gramm. Die zweite Frau. Und Weißbrot, 2 Kilo. Ill. Wohl geerbt, die Damen, wohl geerbt. Die beiden Frauen. Schreiben's auf. Ill. Alle für einen, einer für alle. Die erste Frau. Noch Schokolade für 2,20. Die zweite Frau. 4,40. Ill. Auch aufschreiben? Die erste Frau. Auch. Die zweite Frau. Die essen wir hier, Herr Ill. Die erste Frau. Bei Ihnen ist es am schönsten, Herr Ill. Sie setzen sich in den Hintergrund des Ladens und essen Schokolade. Claire Zachanassian. Eine Winston. Ich will doch einmal die Sorte meines siebten Gatten probieren, jetzt, wo er geschieden ist, der arme Moby, mit seiner Fischleidenschaft. Traurig wird er im D-Zug nach Portugal sitzen. In Lissabon nimmt ihn einer meiner Öltanker nach Brasilien mit. Der Butler reicht ihr eine Zigarre, gibt ihr Feuer. Der Erste. Da sitzt sie auf ihrem Balkon und schmaucht ihre Zigarre. Ill. Immer sündhaft teure Sorten. Der Erste. Verschwendung. Sollte sich schämen angesichts einer verarmten Menschheit. Claire Zachanassian, rauchend. Merkwürdig. Schmeckt anständig. Ill. Sie hat sich verrechnet. Ich bin ein alter Sünder, Hofbauer. Wer ist dies nicht? Es war ein böser Jugendstreich, den ich ihr spielte. Doch wieder alle den Antrag abgelehnt haben, die Güllner im Goldenen Apostel. Einmütig, trotzdem elend, war es die schönste Stunde in meinem Leben. Claire Zachanassian. Whisky, Bobby, pur. Ein zweiter Kunde kommt, verarmt und verrissen, wie alle. Der zweite. Der zweite. Guten Morgen, wird heiß werden heute. Der erste. Die Schönwetterperiode dauert an. Ill. Eine Kundschaft habe ich diesen Morgen, sonst die ganze Zeit niemand und nun strömt seit einigen Tagen. Der erste. Wir stehen eben zu Ihnen, zu unserem Ill. Felsenfest. Die Frauen. Schokolade essend. Felsenfest, Herr Ill, felsenfest. Der Zweite. Du bist schließlich die beliebteste Persönlichkeit. Der Erste. Die wichtigste. Der Zweite. Wirst im Frühling zum Bürgermeister gewählt. Der Erste. Todsicher. Die Frauen. Schokolade essend. Todsicher, Herr Ill, todsicher. Der Zweite. Schnaps. Ill greift ins Regal. Der Butler serviert Whisky. Claire Zachanassian. Weck den Neuen. Ich habe es nicht gern, wenn meine Männer so lange schlafen. Ill. 13. Der Zweite. Nicht den. Ill. Den trankst du doch immer. Der Zweite. Cognac. Ill. Kostet 20,35. Kann sich niemand leisten. Der Zweite. Man muss sich auch etwas gönnen. Über die Bühne rast ein fast halbnacktes Mädchen. Tobi hinterher. Die erste Frau. Schokolade essend. Ein Skandal, wie es die Luise treibt. Die zweite Frau. Schokolade essend. Dabei ist die doch verlobt mit dem blonden Musiker von der Berthold-Schwarz-Straße. Ill nimmt den Cognac herunter. Ill. Bitte. Der Zweite. Und Tabak. Für die Pfeife. Ill. Schön. Der Zweite. Import. Ill rechnet alles zusammen. Auf dem Balkon kommt der Gatte Nummer 8. Filmschauspieler. Groß, schlank, roter Schnurrbart. Im Morgenrock. Er kann vom gleichen Schauspieler dargestellt werden wie Gatte Nummer 7. Gatte Nummer 8. Hopsi, ist es nicht wundervoll? Unser erstes Frühstück als Jungverlobte, wie ein Traum. Ein kleiner Balkon, eine rauschende Linde, ein plätschernder Rathausbrunnen, einige Hühner, die quer über das Pflaster rennen, irgendwo schwatzende Hausfrauen mit ihren kleinen Sorgen und hinter den Dächern der Turm des Münsters. Claire Zachanassian. Setz dich, Hobi, rede nicht. Die Landschaft sehe ich selber und Gedanken sind nicht deine Stärke. Der Zweite. Nun sitzt doch der Gatte da oben. Die erste Frau, Schokolade essend. Der Achte. Die zweite Frau, Schokolade essend. Ein schöner Mann, ein Filmschauspieler. Meine Tochter sah ihn als Wilderer in einem Ganghofer-Film. Die erste Frau. Und ich als Priester in einem Graham Greene. Claire Zachanassian wird vom Gatte Nummer 8 geküsst. Gitarrenakkord. Der zweite. Für Geld kann man eben alles haben. Er spuckt aus. Der erste. Nicht bei uns. Er schlägt mit der Faust auf den Tisch. Ill. 23,80. Der zweite. Schreib's auf. Ill. Die Woche will ich eine Ausnahme machen.
Doch dass du mir am ersten zahlst, wenn die Arbeitslohnunterstützung fällig ist. Der zweite geht zur Türe. Ill. Helmesberger! Er bleibt stehen. Ill kommt zu ihm. Ill. Du hast neue Schuhe. Gelbe neue Schuhe. Der zweite. Nun? Ill blickt nach den Füßen des ersten. Auch du, Hofbauer. Auch du hast neue Schuhe. Er blickt nach den Frauen, geht zu ihnen, langsam, grauenerfüllt. Auch ihr. Neue gelbe Schuhe. Neue gelbe Schuhe. Der erste. Ich weiß nicht, was du daran findest. Der zweite. Man kann doch nicht ewig in den alten Schuhen herumlaufen. Ill. Neue Schuhe. Wie konntet ihr neue Schuhe kaufen? Die Frauen. Wir ließen's aufschreiben, Herr Ill. Wir ließen's aufschreiben. Ill. Ihr ließet's aufschreiben. Auch bei mir ließet ihr's aufschreiben. Besseren Tabak, bessere Milch, Cognac. Warum habt ihr denn auf einmal Kredit in den Geschäften? Der zweite. Bei dir haben wir ja auch Kredit. Ill. Womit wollt ihr zahlen? Schweigen. Er beginnt, die Kundschaft mit Waren zu bewerfen. Alle flüchten. Ill. Womit wollt ihr zahlen? Womit wollt ihr zahlen? Womit? Womit? Er stürzt nach hinten. Gatte Nummer 8. Lärm im Städtchen, klärt Saranasian. Kleinstadtleben. Gatte Nummer 8. Scheint etwas los zu sein im Laden da unten, klärt Saranasian. Man wird sich um den Fleischpreis streiten. Starker Gitarrenakkord. Gatte Nummer 8 springt entsetzt auf. Gatte Nummer 8. Um Gottes Willen, Hopsi, hast du das gehört? Klärt Saranasian. Der schwarze Panther, er fauchte. Gatte Nummer 8 verwundert. Ein schwarzer Panther? Klärt Saranasian. Vom Pascha von Marrakesch. Ein Geschenk. Läuft nebenan im Salon herum. Ein großes, böses Kätzchen mit funkelnden Augen. An den Tisch links setzt sich der Polizist, trinkt Bier. Er spricht langsam und bedächtig. Von hinten kommt Ill. Klärt Saranasian. Du kannst servieren, Bobby. Der Polizist. Was wünschen Sie, Ill? Nehmen Sie Platz. Ill bleibt stehen. Der Polizist. Sie zittern, Ill. Ich verlange die Verhaftung der Claire Saranasian. Der Polizist stopft sich eine Pfeife, zündet sie gemächlich an. Merkwürdig, äußerst merkwürdig. Der Butler serviert das Morgenessen, bringt die Post. Ill. Ich verlange es als der zukünftige Bürgermeister. Der Polizist, Rauchwolken paffend. Die Wahl ist noch nicht vorgenommen. Ill. Verhaften Sie die Dame auf der Stelle. Der Polizist. Das heißt, Sie wollen die Dame anzeigen. Ob sie dann verhaftet wird, entscheidet die Polizei. Hat sie was verbrochen? Ill. Sie fordert die Einwohner unserer Stadt auf, mich zu töten. Der Polizist. Und nun soll ich die Dame einfach verhaften. Er schenkt sich ein Bier ein. Claire Saranasian. Die Post. Ike schreibt. Nero. Sie lassen gratulieren. Ill. Ihre Pflicht? Der Polizist. Merkwürdig. Äußerst merkwürdig. Er trinkt Bier. Ill. Die natürlichste Sache der Welt. Der Polizist. Lieber Ill, so natürlich ist die Sache nicht. Untersuchen wir den Fall nüchtern. Die Dame machte der Stadt Güllen den Vorschlag, sie gegen 1 Milliarde, Sie wissen ja, was ich meine. Das stimmt, ich war dabei. Doch damit ist für die Polizei noch kein Grund geschaffen, gegen Frau Claire Saranasian einzuschreiten. Wir sind schließlich an die Gesetze gebunden. Ill, Anstiftung zum Mord. Der Polizist. Passen Sie mal auf, Ill. Eine Anstiftung zum Mord liegt nur dann vor, wenn der Vorschlag, Sie zu ermorden, ernst gemeint ist. Das ist doch klar. Ill. Meine ich auch. Der Polizist. Eben. Nun kann der Vorschlag nicht ernst gemeint sein, weil der Preis von 1 Milliarde übertrieben ist. Das müssen Sie doch selber zugeben. Für sowas bietet man 1000 oder vielleicht 2000. Mehr bestimmt nicht. Da können Sie Gift drauf nehmen. Was wiederum beweist, dass der Vorschlag nicht ernst gemeint war. Und sollte er ernst gemeint sein, so kann die Polizei die Dame nicht ernst nehmen, weil sie dann verrückt ist. Kapiert? Ill. Der Vorschlag bedroht mich. Polizeiwachtmeister, ob die Dame nun verrückt ist oder nicht, das ist doch logisch. Der Polizist. Unlogisch. Sie können nicht durch einen Vorschlag bedroht werden, sondern nur durch das Ausführen eines Vorschlags. Zeigen Sie mir einen wirklichen Versuch, diesen Vorschlag auszuführen. Etwa einen Mann, der ein Gewehr auf sie richtet, und ich komme in Windeseile. Doch gerade diesen Vorschlag will ja niemand ausführen, im Gegenteil. Die Kundgebung im Goldenen Apostel war äußerst eindrucksvoll. Ich muss Ihnen nachträglich gratulieren. Er trinkt Bier. Ill. Ich bin nicht ganz so sicher, Polizeiwachtmeister. Der Polizist. Nicht ganz so sicher? Ill.
Meine Kunden kaufen bessere Milch, besseres Brot, bessere Zigaretten. Der Polizist. Freuen Sie sich doch. Ihr Geschäft geht ja dann besser. Er trinkt Bier. Claire Zachanassian. Lass die DuPont-Aktien aufkaufen, Bobby. Ill. Cognac kaufte Helmsberger bei mir. Dabei verdient er seit Jahren nicht und lebt von der Suppenanstalt. Der Polizist. Den Cognac werde ich heute Abend probieren. Ich bin bei Helmsberger eingeladen. Er trinkt Bier. Ill. Alle tragen neue Schuhe. Neue gelbe Schuhe. Der Polizist. Was Sie nur gegen neue Schuhe haben. Ich trage schließlich auch neue Schuhe. Er zeigt seine Füße. Ill. Auch Sie. Der Polizist. Sehen Sie. Ill. Auch gelbe. Und trinken Pilsner Bier. Der Polizist. Es schmeckt. Ill. Vorher haben Sie das hiesige getrunken. Der Polizist. War grässlich. Radiomusik. Ill. Hören Sie? Der Polizist. Nun? Ill. Musik. Der Polizist. Die lustige Witwe. Ill. Ein Radio. Der Polizist. Beim Hackholzer nebenan. Er sollte das Fenster schließen. Er notiert in sein Büchlein. Ill. Wie kommt Hackholzer zu einem Radio? Der Polizist. Seine Angelegenheit. Ill. Und Sie, Polizeiwachtmeister, womit wollen Sie Ihr Pilsner Bier bezahlen und Ihre neuen Schuhe? Der Polizist. Meine Angelegenheit. Das Telefon auf dem Tisch klingelt. Der Polizist nimmt es ab. Der Polizist. Polizeiposten Güllen. Claire Zachanassian. Telefoniere den Russen, Bobby. Ich sei mit Ihrem Vorschlag einverstanden. Der Polizist. In Ordnung. Er legt das Telefon wieder auf. Ill. Meine Kunden, womit sollen die bezahlen? Der Polizist. Das geht die Polizei nichts an. Er steht auf und nimmt das Gewehr von der Stuhllehne. Ill. Aber mich geht's an, denn mit mir werden sie zahlen. Der Polizist. Kein Mensch bedroht sie. Er beginnt das Gewehr zu laden. Ill. Die Stadt macht Schulden. Mit den Schulden steigt der Wohlstand. Mit dem Wohlstand die Notwendigkeit, mich zu töten. Und so braucht die Dame nur auf ihrem Balkon zu sitzen, Kaffee zu trinken, Zigarren zu rauchen und zu warten. Nur zu warten. Der Polizist. Sie fabeln. Ill. Ihr alle wartet. Er klopft auf den Tisch. Der Polizist. Sie haben zu viel Schnaps getrunken. Er hantiert am Gewehr. So, nun ist es geladen. Sie können beruhigt sein. Die Polizei ist da, den Gesetzen Respekt zu verschaffen, für Ordnung zu sorgen, den Bürger zu schützen. Sie weiß, was ihre Pflicht ist. Sollte sich irgendwo von irgendeiner Seite der leiseste Verdacht einer Bedrohung zeigen, wird sie einschreiten, Herr Ill. Darauf können Sie sich verlassen. Ill. Leise. Warum haben Sie denn einen Goldzahn im Mund, Polizeiwachtmeister? Der Polizist. Hä? Ill. Einen neuen blitzenden Goldzahn. Der Polizist. Wohl verrückt? Nun sieht Ill, dass der Lauf des Gewehres auf ihn gerichtet ist und hebt langsam die Hände. Der Polizist. Ich habe keine Zeit, über Ihre Hirngespinste zu diskutieren, Mann. Ich muss gehen. Der verschrobenen Milliardärin ist das Schoßhündchen fortgelaufen, der schwarze Panther. Ich muss ihn jagen. Das ganze Städtchen muss ihn jagen. Er geht nach hinten hinaus. Ill. Mich jagt ihr. Mich. Claire Zachanassian liest einen Brief. Er kommt, der Modeschöpfer, mein fünfter Mann, mein schönster Mann, entwarf noch jedes meiner Hochzeitskleider. Ein Menuett, Robi. Ein Gitarrenmenuett ertönt. Gatte Nummer 8. Aber dein fünfter war doch Chirurg? Claire Zachanassian. Mein sechster. Sie öffnet einen weiteren Brief. Von Western Railway Besitzer. Gatte Nummer 8 erstaunt. Von dem weiß ich gar nichts. Claire Zachanassian. Mein vierter. Verarmt. Seine Aktien gehören mir. Verführte ihn im Buckingham-Palast. Beim Licht des Vollmonds. Gatte Nummer 8. Das war doch Lord Ismael. Claire Zachanassian. Tatsächlich. Du hast recht, Hobby. Vergaß ihn ganz mit seinem Schloss in Yorkshire. Dann ist es mein zweiter, der schreibt. Lernte ihn in Kairo kennen. Küssten uns unter der Sphinx. War ein eindrucksvoller Abend. Auch Vollmond. Kurios. Immer schien der Vollmond. Rechts Verwandlung. Die Inschrift Stadthaus senkt sich herunter. Der dritte kommt, schafft die Ladenkasse fort, rückt den Ladentisch etwas anders, der nun als Pult verwendet werden kann. Der Bürgermeister kommt, legt einen Revolver aufs Pult, setzt sich. Von links kommt Ill. An der Wand hängt ein Bauplan. Ill. Ich habe mit Ihnen zu reden, Bürgermeister. Der Bürgermeister. Nehmen Sie Platz. Ill. Von Mann zu Mann, als Ihr Nachfolger. Der Bürgermeister. Bitte.
Ill bleibt stehen, blickt auf den Revolver. Der Bürgermeister. Der Panther der Frau Zaranassian ist los. Er klettert in der Kathedrale herum. Da muss man sich bewaffnen. Ill. Gewiss. Der Bürgermeister. Habe die Männer aufgeboten, die Gewehre besitzen. Die Kinder werden in der Schule zurückbehalten. Ill. Misstrauisch. Ein etwas großer Aufwand. Der Bürgermeister. Raubtierjagd. Der Butler kommt. Der Butler. Der Präsident der Weltbank, gnädige Frau, eben von New York hergeflogen. Claire Zaranassian. Ich bin nicht zu sprechen. Er soll wieder zurückfliegen. Der Bürgermeister. Was haben Sie auf dem Herzen? Reden Sie frei von der Leber weg. Ill. Misstrauisch. Sie rauchen da eine gute Sorte. Der Bürgermeister. Eine blonde Pegasus. Ill. Ziemlich teuer. Der Bürgermeister. Dafür anständig. Ill. Vorher rauchten Herr Bürgermeister was anderes. Der Bürgermeister. Rösli 5. Ill. Billiger. Der Bürgermeister. Allzu starker Tabak. Ill. Eine neue Krawatte? Der Bürgermeister. Seide. Ill. Und Schuhe haben Sie wohl auch gekauft? Der Bürgermeister. Ich ließ sie von Kalberstadt kommen. Komisch, woher wissen Sie das? Ill. Deshalb bin ich gekommen. Der Bürgermeister. Was ist denn los mit Ihnen? Sehen bleich aus. Krank? Ill. Ich fürchte mich. Der Bürgermeister. Fürchten? Ill. Der Wohlstand steigt. Der Bürgermeister. Das ist mir das Allerneueste. Wäre erfreulich. Ill. Ich verlange den Schutz der Behörde. Der Bürgermeister. Ei, wozu denn? Ill. Das wissen der Herr Bürgermeister schon. Der Bürgermeister. Misstrauisch? Ill. Für meinen Kopf ist 1 Milliarde geboten. Der Bürgermeister. Wenden Sie sich an die Polizei. Ill. Ich war bei der Polizei. Der Bürgermeister. Das wird Sie beruhigt haben. Ill. Im Munde des Polizeiwachtmeisters blitzt ein neuer Goldzahn. Der Bürgermeister. Sie vergessen, dass Sie sich in Güllen befinden, in einer Stadt mit humanistischer Tradition. Goethe hat hier übernachtet, Brahms ein Quartett komponiert. Diese Werte verpflichten. Von links tritt ein Mann auf, mit einer Schreibmaschine, der Dritte. Der Mann. Die neue Schreibmaschine, Herr Bürgermeister. Eine Remington. Der Bürgermeister. Ins Büro damit. Der Mann nach rechts ab. Der Bürgermeister. Wir verdienen Ihren Undank nicht. Wenn Sie kein Vertrauen in unsere Gemeinde zu setzen vermögen, tun Sie mir leid. Ich habe diesen nihilistischen Zug nicht erwartet. Wir leben schließlich in einem Rechtsstaat. Von links kommen die beiden Blinden mit ihren Angelruten, Hand in Hand. Die beiden. Der Panther ist frei, der Panther ist frei. Hüpfen. Haben ihn knurren gehört, haben ihn knurren gehört. Hüpfen in den goldenen Apostel. Gehen zu Hobi und Bobi, zu Tobi und Robi. Hinten Mitte ab. Ill. Dann verhaften Sie die Dame. Der Bürgermeister. Merkwürdig, äußerst merkwürdig. Ill. Das hat der Polizeiwachtmeister auch gesagt. Der Bürgermeister. Das Vergehen der Dame ist, weiß Gott, nicht ganz so unverständlich. Sie haben schließlich 2 Burschen zum Meineid angestiftet und ein Mädchen ins nackte Elend gestoßen. Ill. Dieses nackte Elend bedeutet immerhin 1 Milliarde, Bürgermeister. Schweigen. Der Bürgermeister. Reden wir ehrlich miteinander. Ill. Ich bitte darum. Der Bürgermeister. Von Mann zu Mann. Wie Sie es verlangt haben. Sie besitzen nicht das moralische Recht, die Verhaftung der Dame zu verlangen. Und auch als Bürgermeister kommen Sie nicht in Frage. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Ill. Offiziell? Der Bürgermeister. Im Auftrag der Parteien. Ill. Ich verstehe. Er geht langsam nach links zum Fenster, kehrt dem Bürgermeister den Rücken zu, starrt hinaus. Der Bürgermeister. Dass wir den Vorschlag der Dame verurteilen, bedeutet nicht, dass wir die Verbrechen billigen, die zu diesem Vorschlag geführt haben. Für den Posten eines Bürgermeisters sind gewisse Forderungen sittlicher Natur zu stellen, die Sie nicht mehr erfüllen. Das müssen Sie einsehen. Dass wir Ihnen im Übrigen die gleiche Hochachtung und Freundschaft entgegenbringen wie zuvor, versteht sich von selbst. Von links tragen Robi und Tobi wieder Kränze, Blumen über die Bühne und verschwinden im goldenen Apostel. Der Bürgermeister. Es ist besser, wir schweigen über das Ganze. Ich habe auch den Volksboten gebeten, nichts über die Angelegenheit verlauten zu lassen. Ill. Kehrt sich um. Man schmückt schon meinen Sarg, Bürgermeister. Schweigen ist mir zu gefährlich. Der Bürgermeister. Aber wieso denn, lieber Ill? Sie sollten dankbar sein, dass wir über die üble Affäre den Mantel des Vergessens breiten. Ill.
Wenn ich rede, habe ich noch eine Chance, davonzukommen. Der Bürgermeister. Das ist nun doch die Höhe. Wer soll sie denn bedrohen? Ill. Einer von euch. Der Bürgermeister erhebt sich. Wen haben Sie im Verdacht? Nennen Sie mir den Namen und ich untersuche den Fall. Unnachsichtlich. Ill. Jeder von euch. Der Bürgermeister. Gegen diese Verleumdung protestiere ich im Namen der Stadt feierlich. Ill. Keiner will mich töten. Jeder hofft, dass es einer tun werde. Und so wird es einmal einer tun. Der Bürgermeister. Sie sehen Gespenster. Ill. Ich sehe einen Plan an der Wand. Das neue Stadthaus? Er tippt auf den Plan. Der Bürgermeister. Mein Gott, planen wird man wohl noch dürfen. Ill. Ihr spekuliert schon mit meinem Tod. Der Bürgermeister. Lieber Mann, wenn ich als Politiker nicht mehr das Recht hätte, an eine bessere Zukunft zu glauben, ohne gleich an ein Verbrechen denken zu müssen, würde ich zurücktreten, da können Sie beruhigt sein. Ill. Ihr habt mich schon zum Tode verurteilt. Der Bürgermeister. Herr Ill. Ill. Leise. Der Plan beweist es. Beweist es. Claire Zachanassian. Onassis kommt. Der Herzog und die Herzogin. Aga. Gatte Nummer 8. Ali? Claire Zachanassian. Der ganze Riviera-Kram. Gatte Nummer 8. Journalisten? Claire Zachanassian. Aus der ganzen Welt. Wo ich heirate, ist immer die Presse dabei. Sie braucht mich und ich brauche sie. Sie öffnet einen weiteren Brief. Vom Grafen Holk. Gatte Nummer 8. Hopsi, musst du nun wirklich an unserem ersten gemeinsamen Morgenessen Briefe deiner ehemaligen Gatten lesen? Claire Zachanassian. Ich will die Übersicht nicht verlieren. Gatte Nummer 8, schmerzlich. Ich habe doch auch Probleme. Er steht auf, starrt in das Städtchen hinunter. Claire Zachanassian. Geht dein Porsche nicht? Gatte Nummer 8. So ein Kleinstädtchen bedrückt mich. Nun gut, die Linde rauscht, Vögel singen, der Brunnen plätschert, aber das taten sie schon vor einer halben Stunde. Es ist auch gar nichts los, weder mit der Natur noch mit den Bewohnern. Alles tiefer, sorgloser Friede, Sattheit, Gemütlichkeit. Keine Größe, keine Tragik. Es fehlt die sittliche Bestimmung einer großen Zeit. Von links kommt der Pfarrer, ein Gewehr umgehängt. Er breitet über den Tisch, an dem vorher der Polizist saß, ein weißes Tuch mit einem schwarzen Kreuz, lehnt das Gewehr gegen die Wand des Hotels. Der Sigrist hilft ihm in den Talar. Dunkelheit. Der Pfarrer. Treten Sie ein, Ill, in die Sakristei. Ill kommt von links. Der Pfarrer. Es ist dunkel hier, doch kühl. Ill. Ich will nicht stören, Herr Pfarrer. Der Pfarrer. Das Gotteshaus steht jedem offen. Er bemerkt den Blick Ills, der auf das Gewehr fällt. Wundern Sie sich über die Waffe nicht. Der schwarze Panther der Frau Zachanassian schleicht herum. Eben hier im Dachgestühl, dann im Konradsweilerwald. Und jetzt in der Peterschen Scheune. Ill. Ich suche Hilfe. Der Pfarrer. Wovor? Ill. Ich fürchte mich. Der Pfarrer. Fürchten? Wen? Ill. Die Menschen. Der Pfarrer. Dass die Menschen sie töten, Ill? Ill. Sie jagen mich wie ein wildes Tier. Der Pfarrer. Man soll nicht die Menschen fürchten, sondern Gott. Nicht den Tod des Leibes, den der Seele. Knöpfe den Talar hinten zu, Zigrist. Überall an den Wänden der Bühne werden die Güllner sichtbar. Der Polizist zuerst, der Bürgermeister, die vier, der Maler, der Lehrer, herumspähend, die Gewehre schussbereit, herumschleichend. Ill. Es geht um mein Leben. Der Pfarrer. Um ihr ewiges Leben. Ill. Der Wohlstand steht auf. Der Pfarrer. Das Gespenst ihres Gewissens. Ill. Die Leute sind fröhlich, die Mädchen schmücken sich, die Burschen tragen bunte Hemden. Die Stadt bereitet sich auf das Fest meiner Ermordung vor und ich krepiere vor Entsetzen. Der Pfarrer. Positiv. Nur positiv, was sie durchmachen. Ill. Es ist die Hölle. Der Pfarrer. Die Hölle liegt in ihnen. Sie sind älter als ich und meinen die Menschen zu kennen, doch kennt man nur sich. Weil sie ein Mädchen um Geld verraten haben, einst vor vielen Jahren, glauben sie, auch die Menschen würden sie nun um Geld verraten. Sie schließen von sich selbst auf andere. Nur allzu natürlich. Der Grund unserer Furcht liegt in unserem Herzen, liegt in unserer Sünde. Wenn Sie dies erkennen, besiegen Sie, was Sie quält, erhalten Waffen, die es zu vermögen. Ill. Sie mit Hofers haben sich eine Waschmaschine angeschafft. Der Pfarrer. Kümmern Sie sich nicht darum. Ill. Auf Kredit. Der Pfarrer. Kümmern Sie sich um die Unsterblichkeit Ihrer Seele. Ill.
Stockers, einen Fernsehapparat. Der Pfarrer, beten Sie. Sigrist, das Bäffchen. Der Sigrist bindet dem Pfarrer das Bäffchen um. Der Pfarrer, durchforschen Sie Ihr Gewissen. Gehen Sie den Weg der Reue, sonst entzündet die Welt Ihre Furcht immer weiter. Es ist der einzige Weg. Wir vermögen nichts anderes. Schweigen. Die Männer mit ihren Gewehren verschwinden wieder. Schatten an den Rändern der Bühne. Die Feuerglocke beginnt zu bimmeln. Der Pfarrer. Nun muss ich meines Amtes walten, ill, muss taufen. Die Bibel, Sigrist, die Liturgie, das Psalmenbuch. Das Kindchen beginnt zu schreien, muss in Sicherheit gerückt werden. In dem einzigen Schimmer, der unsere Welt erhält. Eine zweite Glocke beginnt zu läuten. Ill. Eine zweite Glocke? Der Pfarrer. Der Ton ist hervorragend. Nicht voll und kräftig. Positiv. Nur positiv. Ill. Schreit auf. Auch Sie, Herr Pfarrer. Auch Sie. Der Pfarrer wirft sich gegen Ill und umklammert ihn. Flieh. Wir sind schwach. Christen und Heiden. Flieh. Die Glocke dröhnt in Güllen. Die Glocke des Verrats. Flieh. Führe uns nicht in Versuchung, indem du bleibst. Es fallen zwei Schüsse. Ill sinkt zu Boden. Der Pfarrer kauert bei ihm. Der Pfarrer, flieh, flieh! Ill erhebt sich, nimmt das Gewehr des Pfarrers links ab. Klärt Zachanassian. Bobby, man schießt! Der Butler, in der Tat, gnädige Frau. Klärt Zachanassian. Weshalb denn? Der Butler, der Panther ist entwichen. Klärt Zachanassian. Hat man ihn getroffen? Der Butler, er liegt tot vor Ills Laden. Klärt Zachanassian. Schade um das Tierchen. Ein Trauermarsch, Robi. Trauermarsch von der Gitarre gespielt. Der Butler. Die Güllner versammeln sich, ihnen ihr Mitleid auszudrücken, gnädige Frau. Klärt Zachanassian. Sollen sie? Der Butler ab. Von rechts kommt der Lehrer mit dem gemischten Chor. Der Lehrer. Verehrte gnädige Frau. Klärt Zachanassian. Was wollen Sie denn, Lehrer von Güllen? Der Lehrer. Wir sind aus einer großen Gefahr errettet worden. Der schwarze Panther schlich unheilbrütend durch unsere Gassen. Doch wenn wir auch befreit aufatmen, so beklagen wir dennoch den Tod einer so kostbaren zoologischen Rarität. Die Tierwelt wird ärmer, wo Menschen hausen. Wir übersehen keineswegs dieses tragische Dilemma. Wir möchten deshalb einen Choral anstimmen. Eine Trauerode, gnädige Frau. Komponiert von Heinrich Schütz. Klärt Zachanassian. Schön, stimmt die Trauerode an. Der Lehrer beginnt zu dirigieren. Von rechts kommt Ill mit einem Gewehr. Ill. Schweigt! Die Güllener schweigen erschrocken. Ill. Dieser Trauergesang! Warum singt ihr diesen Trauergesang? Der Lehrer. Aber Herr Ill, in Anbetracht des Todes des schwarzen Panthers, Ill, auf meinen Tod übt ihr dieses Lied, auf meinen Tod. Der Bürgermeister. Herr Ill, ich muss doch's Herr bitten. Ill. Packt euch fort, schert euch nach Hause. Die Güllener verziehen sich. Klärt Zachanassian. Fahr etwas mit deinem Porsche aus, Hobi. Gatte Nummer 8. Aber Hopsi, klärt Zachanassian, verschwinde. Gatte ab. Ill. Clara, klärt Zachanassian. Alfred, warum störst du denn die Leutchen? Ill. Ich fürchte mich, Clara, klärt Zachanassian. Aber es ist freundlich von dir. Ich mag dieses ewige Gesinge nicht. Schon in der Schule war es mir verhasst. Weißt du noch, Alfred, wie wir beide in Konrads Weilerwald liefen, weil der gemischte Chor auf dem Rathausplatz übte und die Blasmusik? Ill. Clara, sag doch, dass du Komödie spielst, dass dieses alles nicht wahr ist, was du verlangst. Sag es doch. Klärt Zachanassian. Wie seltsam, Alfred, diese Erinnerung. Ich war auch auf einem Balkon, damals, als wir uns zum ersten Mal sahen. Es war ein Herbstabend, wie jetzt, die Luft ohne Bewegung. Nur hin und wieder ein Rascheln in den Bäumen im Stadtpark. Heiß, wie es vielleicht jetzt auch heiß ist, aber mich friert es ja immer in letzter Zeit. Und du standest da und schautest hinauf zu mir, immer zu. Ich war verlegen und wusste nicht, was tun. Ich wollte hineingehen ins dunkle Zimmer und konnte nicht hineingehen. Ill. Ich bin verzweifelt. Ich bin zu allem fähig. Ich warne dich, Clara. Ich bin zu allem entschlossen, wenn du jetzt nicht sagst, dass das alles nur ein Spaß ist, ein grausamer Spaß. Er richtet das Gewehr auf sie, klärt Zachanassian. Und du gingst nicht weiter unten auf der Straße. Du starrtest zu mir herauf. Fast finster, fast böse, als wolltest du mir ein Leid antun. Und dennoch waren deine Augen voll Liebe. Ill lässt das Gewehr sinken. Klärt Zachanassian. Und zwei Burschen standen neben dir, Kobi und Lobi. Sie grinsten, da sie sahen, wie du zu mir hinaufstarrtest. Und dann verließ ich den Balkon und kam hinunter zu dir.
Du hast mich nicht gegrüßt, du sagtest kein Wort zu mir, aber du hast meine Hand genommen, und so sind wir aus dem Städtchen gegangen, in die Felder hinein, und hinter uns zwei Hunde, Kobi und Lobi. Und dann hast du Steine genommen vom Boden und nach ihnen geworfen, und sie sind jaulend in die Stadt zurückgerannt, und wir waren allein. Vorne rechts kommt der Butler, klärt Saranasian. Führ mich in mein Zimmer, Bobi. Ich habe dir zu diktieren, muss schließlich eine Milliarde transferieren. Sie wird vom Butler ins Zimmer geführt. Von hinten hüpfen Kobi und Lobi herein. Die beiden. Der schwarze Panther ist tot, der schwarze Panther ist tot. Der Balkon verschwindet. Glockenton. Die Bühne wie zu Beginn des ersten Aktes. Der Bahnhof. Nur der Fahrplan an der Mauer ist neu, unzerrissen. Und irgendwo klebt ein großes Plakat mit einer strahlenden gelben Sonne. Reist in den Süden. Ferner besucht die Passionsspiele in Oberammergau. Auch im Hintergrund einige Krane zu bemerken zwischen den Häusern sowie einige neue Dächer. Das donnernde, stampfende Geräusch eines vorbeirasenden Expresszugs. Vor dem Bahnhof der Bahnhofsvorstand salutierend. Aus dem Hintergrund kommt Ill mit einem alten Köfferchen in der Hand, schaut sich um. Langsam, wie zufällig, kommen von allen Seiten Güllener hinzu. Ill zögert, bleibt stehen. Der Bürgermeister. Grüß Gott, Ill. Alle. Grüß Gott. Ill, zögernd. Grüß Gott. Der Lehrer. Wo geht's denn hin mit dem Koffer? Alle. Wo geht's denn hin? Ill. Zum Bahnhof. Der Bürgermeister. Wir begleiten Sie. Der Erste. Wir begleiten Sie. Der Zweite. Wir begleiten Sie. Immer mehr Güllener erscheinen. Ill. Das müsst ihr nicht, wirklich nicht. Es ist nicht der Rede wert. Der Bürgermeister. Sie verreisen, Ill? Ill. Ich verreise. Der Polizist. Wohin denn? Ill. Ich weiß nicht. Nach Kalberstadt und dann weiter. Der Lehrer. So. Und dann weiter. Ill. Nach Australien am liebsten. Irgendwie werde ich das Geld schon auftreiben. Er geht wieder auf den Bahnhof zu. Der Dritte. Nach Australien. Der Vierte. Nach Australien. Der Maler. Warum denn? Ill. Verlegen. Man kann schließlich nicht immer am gleichen Ort leben. Jahr aus, Jahr ein. Er beginnt zu rennen. Erreicht den Bahnhof. Die anderen rücken gemächlich nach, umgeben ihn. Der Bürgermeister. Nach Australien auswandern. Das ist doch lächerlich. Der Arzt. Und für Sie am gefährlichsten. Der Lehrer. Einer der beiden kleinen Enuchen ist schließlich auch nach Australien ausgewandert. Der Polizist. Hier sind Sie am sichersten. Alle. Am sichersten. Am sichersten. Ill. Schaut sich ängstlich um, wie ein gehetztes Tier. Ill. Leise. Ich schrieb dem Regierungsstatthalter nach Kaffigen. Der Bürgermeister. Na und? Ill. Keine Antwort. Der Lehrer. Ihr Misstrauen ist unbegreiflich. Der Arzt. Niemand will sie töten. Alle. Niemand. Niemand. Ill. Die Post schickte den Brief nicht ab. Der Maler. Unmöglich. Der Bürgermeister. Der Postbeamte ist Mitglied des Stadtrates. Der Lehrer. Ein Ehrenamt. Der Erste. Ein Ehrenamt. Der Zweite. Ein Ehrenamt. Ill. Hier. Ein Plakat. Reist nach Süden. Der Arzt. Na und? Ill. Besucht die Passionsspiele in Oberammergau. Der Lehrer. Na und? Ill. Man baut. Der Bürgermeister. Na und? Ill. Immer reicher werdet ihr, immer wohlhabender. Alle. Na und? Glockenton. Der Lehrer. Sie sehen ja, wie beliebt sie sind. Der Bürgermeister. Das ganze Städtchen begleitet sie. Der Dritte. Das ganze Städtchen. Der Vierte. Das ganze Städtchen. Ill. Ich habe euch nicht hergebeten. Der Zweite. Wir werden doch noch von dir Abschied nehmen dürfen. Der Bürgermeister. Als alte Freunde. Alle. Als alte Freunde. Als alte Freunde. Zuggeräusch. Der Bahnhofsvorstand nimmt die Kelle. Links erscheint der Kondukteur, als wäre er eben vom Zug gesprungen. Der Kondukteur. Mit langgezogenem Schrei. Güllen. Der Bürgermeister. Da ist ihr Zug. Alle. Ihr Zug. Ihr Zug. Der Bürgermeister. Nun, Ill. Ich wünsche eine gute Reise. Alle. Eine gute Reise. Eine gute Reise. Der Arzt. Ein schönes weiteres Leben. Alle. Ein schönes weiteres Leben. Die Güllener scharen sich um Ill. Der Bürgermeister. Es ist soweit. Besteigen Sie nun in Gottes Namen den Personenzug nach Kalberstadt. Der Bürgermeister. Und viel Glück in Australien. Alle. Viel Glück. Viel Glück. Ill steht bewegungslos, starrt seine Mitbürger an. Ill leise. Warum seid ihr alle hier? Der Polizist. Was wollen Sie denn noch? Der Bahnhofsvorstand. Einsteigen. Ill. Was schart ihr euch um mich?
Der Bürgermeister: Wir scharen uns doch gar nicht um sie. Ill: Macht Platz! Der Lehrer: Aber wir haben doch Platz gemacht. Alle: Wir haben Platz gemacht, wir haben Platz gemacht. Ill: Einer wird mich zurückhalten. Der Polizist: Unsinn, Sie brauchen nur in den Zug zu steigen, um zu sehen, dass dies Unsinn ist. Ill: Geht weg. Niemand rührt sich. Einige stehen da, die Hände in den Hosentaschen. Der Bürgermeister: Ich weiß nicht, was Sie wollen. Es ist an Ihnen vorzugehen. Steigen Sie nun in den Zug. Ill: Geht weg. Der Lehrer: Ihre Furcht ist einfach lächerlich. Ill fällt auf die Knie. Ill: Warum seid ihr so nah bei mir? Der Arzt: Der Mann ist verrückt geworden. Ill: Ihr wollt mich zurückhalten. Der Bürgermeister: Steigen Sie doch ein. Alle: Steigen Sie doch ein. Steigen Sie doch ein. Schweigen. Ill: Leise. Einer wird mich zurückhalten, wenn ich den Zug besteige. Alle: Beteuernd. Niemand. Niemand. Ill: Ich weiß es. Der Polizist: Es ist höchste Zeit. Der Lehrer: Besteigen Sie endlich den Zug, guter Mann. Ill: Ich weiß es. Einer wird mich zurückhalten. Einer wird mich zurückhalten. Der Bahnhofsvorstand: Abfahrt. Er hebt die Kelle. Der Kondukteur markiert Aufspringen und Ill bedeckt, zusammengebrochen von den Güllnern umgeben, sein Gesicht mit den Händen. Der Polizist: Sehen Sie, da ist er Ihnen davongerumpelt. Alle verlassen den zusammengebrochenen Ill, gehen nach hinten, langsam, verschwinden. Ill: Ich bin verloren.